So, jetzt erstmal schön verschnaufen. Wir haben die Piraten hinter uns gelassen. Was wollen wir jetzt in Rohwig machen? Wir könnten gleich weiterreisen nach Orville, um von da aus dann nach Süden zu kommen, nach Skjall. Wir haben ein bisschen Krimskrams, das verkauft werden müsste. Ist das noch heil? Dies ist ein Schwert. Ja, aber es ist noch zu gebrauchen. Anscheinend. Soweit alles in Ordnung. Jede Menge Kräuter. Nö, also jetzt wegen einem Schwert und zwei Silberschmuck irgendwelche Händler aufzusuchen, macht keinen Sinn. Wir haben genug Proviant, wir haben genug Tränke. Also können wir hier gleich durchrauschen. Einmal kurz auf die Landkarte gucken. Also wir sind hier in Rohwig. Hier ist Orville und da war es Skjall. Und hier ist ein Fluss und da auch ein Fluss lang. Letztes Mal sind wir hier irgendwo lang gekraxelt, am Gebirge entlang und über so eine Hängebrücke rüber. Angetrunkenerweise. Das war zwar ganz lustig, aber ich will nicht unbedingt riskieren, dass da jetzt einer runterplumpst. Also nehmen wir diesmal den Schiffsweg. Zurück. Da wieder rum. Und wir gucken mal. Es ist kein Schiff im Hafen, das ist nicht gut. Was sagt der alte Hafenmeister? Im Laufe der nächsten Tage, es dauert schon mal, kommen Schiffe nach Hjalsingur, Oversund und nach Orville. Sehr schön. Orville wollen wir ja. Also werden wir uns doch ein wenig herumtreiben müssen. Aber dann können wir ein bisschen Mana regenerieren, also Astralenergie. Das ist ja auch in Ordnung. Wir hätten gerne ein Zimmer, eine Suite für eine Nacht erstmal. So. Talana meditiert, bitteschön. 8 Punkte. Jetzt kam da gerade eine Fehlermeldung, die ich weggeklickt habe. Aber anscheinend hat das Meditieren nicht funktioniert. Na gut. Dann halt so. Tanelen sind alle. Also teilweise jedenfalls. Die sollten wir vielleicht nochmal kaufen, wenn wir irgendwo einen Kräuterhändler sehen. Denn die gehen ja echt ratzfatz weg. So. Also alle haben ihre Tanelen geschluckt. Schlafen. Und hoffen wir einfach mal, dass die nächsten Tage den heutigen Tag mit beinhalten. Ein Schiff nach Orville, sehr schön. 41 Heller, 4 Stunden, den nehmen wir. Und können wir gleich rein? Jo. Also da genau, am Fluss lang. Und jetzt mit etwas Glück gleich ein Schiff nach Skjall. Nein, nicht zurück nach Rovik. Die nächsten 2 Tage wird wohl kein Schiff kommen, antwortet der Hafenmeister. Ein wenig länger wird es wohl dauern. Das ist nicht so gut. Oh, die Karte kenne ich noch. Und Tirik bestimmt auch. Also ich glaube, das war ein Waffenhändler, das war ein Krämer, das war eine Kräuterhändlerin. Dann gucken wir doch mal ganz kurz einen Kräuterhändler. Das war schon mal falsch. Gucken wir mal ganz kurz einen Kräuterhändler. Das war schon mal falsch. Bist du dann wenigstens ein Kräuterhändler? Nö. Okay. Aber hier kann Gwendolyn jetzt ihr eine Schwert verkaufen. Mit 10% ist egal. So. Also so viel dazu, dass ich mir das merken konnte. Ich hätte echt schwören können, hier wären alle 3 Sachen gewesen. Na gut. Wir wollen jetzt raus. Du bist der Hafen, richtig? Ja. Wir wollen auch nicht nach Norden, wir wollen dann den Ausgang nehmen. Sieht aber auch wie ein Hafen aus, direkt am Wasser. Na gut, gucken wir einfach mal. Zip, 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 zip. Da runter wollen wir. Ja, Skjall und Otterche. Auf dem Weg nach Otterche war, glaube ich, noch diese eine Hütte. Und so wollten wir auch laufen, ne? Eigentlich zuerst nach Otterche, diese Hütte gucken. Und dann von Otterchen nach Skjall und dann gucken wir weiter. Also Otterchen. Und wir sind jetzt über die Hütte gestolpert von dem Druiden, den wir schon erledigt haben. Dann reisen wir mal weiter. Oh, das könnte natürlich auch sein. Das Gerücht, das wir mitbekommen haben, dass eine Hütte hier steht nahe einer Quelle, das könnte ja auch die Hütte des Druiden gewesen sein.
wäre sogar relativ naheliegend. Ja, also hätten wir doch direkt nach Skjall reisen können. Egal, gewöhnen sich unsere Helden ein wenig an längere Fußmärsche, ist ja auch in Ordnung. So, Kräuter suchen Jallen, 4 Stunden reichen. 2 Tanelen, das passt doch perfekt. Einen für dich. Einen für dich. Und einen für dich. So, schlafen, jo. Und das sieht doch inzwischen mit der Astralenergie schon ziemlich gut aus. Oh, was ist das? Schon auf einige Entfernung könnt ihr den süßlichen Geruch von Verwesung feststellen. Als ihr euch dem Ort des üblen Geruchs nähert, macht ihr eine grausige Entdeckung. Halb auf dem Weg, halb im Gebüsch liegt der Kadaver eines Bullen, auf den ersten Blick offensichtlich von Wölfen zerfetzt. Aber Wölfe trennen ihren Opfern nicht Hirn und Augen säuberlich mit dem Messer heraus. Okay. Gwendolyn muss sich übergeben. Auch eine genauere Untersuchung des Kadavers bringt keine weiteren Aufschlüsse. Das Tier besaß ein Brandzeichen, war also kein Wildrind. Der Tod und die Verstümmelung sind offensichtlich zur selben Zeit eingetreten. Aber welcher Viehverstümmler schließt sich mit einem Wolfsrudel zusammen? Wahrscheinlich der Druide, den wir umgebracht haben. Oh, und da fällt mir auf, eigentlich wollte ich Myrrhem in die erste Reihe schicken. Können wir das noch machen? Ja, sehr schön. Wegen den Proben, das wusste ich die letzten Folge ja noch nicht. Dass der Charakter, der ganz links ist, der darf dann die Proben machen. Also, ob er irgendwas im Dungeon findet oder auf der Weltkarte und so weiter. Das heißt, wenn wir in der Stadt sind, muss immer Gwendolyn vorne sein. Wenn wir in der Wildnis sind, Myrrhem. Und irgendwo im Kerker halt Tirik mit seiner Zwergennase. So, Myrrhem darf nochmal Vorräte auffüllen. Jallen findet hoffentlich neue Tanelen. Schade. Und der Rest darf Wache halten. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich nicht Myrrhem auch zur Wache einschicke, weil sie jetzt hier vorne steht. So, das müssten alle 3 Kämpfer gewesen sein. Und wir quälen uns durchs Gebirge. Was kommt jetzt? Ah ja, hat mir die Worte aus dem Mund genommen. Mühselig quält ihr euch Schritt um Schritt voran. Hier oben ist es selbst im Sommer noch empfindlich kalt. Schließlich erreicht ihr die Passhöhe, doch das Tal unter euch ist in dichten Nebel gehüllt. Vor euch führen 2 Pfade in die Tiefe, von denen der rechte Hand gangbarer aussieht. Wollt ihr den rechten Pfad nehmen und das lieber links versuchen? Das ist eine komische Wahl. Also wenn der rechte begehbarer aussieht, warum sollten wir dann den linken nehmen? Wahrscheinlich sieht er nur auf den ersten Blick begehbarer aus und auf den zweiten Blick nicht. Na gut, nehmen wir erstmal den rechten und wenn er irgendwie zu unangenehm wird, können wir immer noch umdrehen. Der Pfad führt euch immer weiter in das Gewirr von umliegenden mannshöhen Felsblöcken, die ein wahres Labyrinth bilden. Nach fast 3 Stunden Marsch endet der Pfad an einer steilen Klippe. Unter euch erkennt ihr eine Klamm, in der sich ein Weg in das Tal windet. Nee, wir wollen nicht hinabklettern. Wir kehren zurück zur Passhöhe und nehmen noch lieber den linken Weg. Wir versuchen es jetzt links. Der Weg scheint am Anfang schwierig zu sein, doch nach weniger als einer Meile befindet ihr euch auf einem gut begehbaren Weg ins Tal. Schön, schön. Und da sind wir auch bald schon in Otter hier angekommen. In einiger Entfernung erkennt ihr eine Berghütte. Ja, das passt doch. Ist doch eh schon Abend. Also, die Standardbesetzung, die Standardaufgaben. Oh, laut Grafik oben rechts haben wir schon frühen Morgen. Dann gehen wir doch mal 8-9 Stunden Kräuter suchen. 5 Tanelen, ah, sehr schön. Ah, ist ja komisch, dann haben wir jetzt die ganze Nacht durchmarschiert. Gehen jetzt nochmal 8-9 Stunden Kräuter suchen und schlafen jetzt wieder. Na gut. Ach, der Jäger schon wieder, der Fyrun so groß nuschelt und sich in sein Bett legt. Sprechen wir ihn nochmal an, vielleicht hat er diesmal ja was Neues. Tag auch. Ein Bin Ettel. Habt ihr Schnaps? Nein, leider nicht. Aber gute Bratwurst. Na dann her damit. Na, das schmeckt.
Kommt mir hierher, nicht die Gegend für Fremde. Passt auf Wölfe auf. Hamm hier Bau in der Nähe. Ein Wolfsbau. Das wird aber jetzt nicht mehr der Druide sein. Der ist ja schon 2-3 Tagesmärsche entfernt. Na gut. Die haben hier also einen Bau. Wildes Zeug das. Grumpf, Gluck. Gutes Zeug das. Ja. Okay, danke für die Information. Oh, und 2 Löwen, die ich immer überschätze. Die können eigentlich nicht viel. Also einfach einen Schritt nach hinten und ruf da. Du stehst nicht so gut. Das heißt, das Lagerfeuer steht nicht so gut. Dann lauf mal da hinten. Ja, Terek, stürm vor. Ich denke mal, bis die alle da angekommen sind, ist der erste schon tot von denen. So, du einfach nur weg. Und Gerugon ratzt schön weiter. Kann ja nicht angehen. So. Ran. Nicht zu Terek gehen. Du sollst dahin. Dahin und dem in die Seite hauen. Nicht Terek in die Seite hauen. So, Löwe Nummer 1. Und. Ah, ein Treffer noch und der kippt auch um. Nee, Terek, nicht direkt in den Weg stellen. Dahin. Du dahin. Und das müsste jetzt der Schlusspfeil sein. Und. Nee. Aber wenigstens wacht Gerugon am Ende nochmal auf. So, Terek, komm schon. Hau ihn um. Ja. Der ist ein bisschen zäher als der andere. Na also. Vor euch erkennt ihr in einiger Entfernung einen kleinen Bachlauf. Wollt ihr euch nach Nahrung umsehen? Nein, wir müssen eigentlich genug haben. Hier muss wohl letztens ein Bergrutsch stattgefunden haben, denn der Weg vor euch ist vollständig versperrt. Wollt ihr den Schutthügel überklettern oder versuchen, die Barriere zu umgehen? Ein Bergrutsch. Das wäre auch eigentlich eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Wenn es ein Hinterhalt ist, was würde dann mehr Sinn machen? Drumherum gehen oder drüber rüberklettern? Versuchen wir mal, die Barriere zu umgehen. Nach geraumer Zeit findet ihr ein kleines Seitental, in dem es sich gut marschieren lässt. Und nach einem kurzen Umweg findet ihr auf den Bergpfad zurück. So viel zu meiner Paranoia. Und ganz kurz vor der Stadt werden die Leute nochmal müde. Und es gab auch gerade eine Meldung, dass Jallen die letzte Proviant-Ration gegessen hat. Wie schaut's bei den anderen aus? Der Rest hat noch. So, schnell wachen, keine Kräuter suchen, wir wollen gleich weiter. Klick, klick, klick. Weiterreisen, wir wollen jetzt nicht umkehren. Tada, Otterche. Auch wenn wir jetzt hier eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Eigentlich wollte ich ja nach dieser Hütte suchen in der Umgebung von hier, aber mein Zettel sagt, wir haben jetzt nur noch in Skjall die Leute. Und in Fexkai ja den einen. Ja. Otterche, eine Hütte plus Quelle. Von Orwell aus. Das kann ich auch durchstreichen. Wenn ich denn meinen Stift finde. So, das ist auch weg. Also, wir wollen jetzt von hier aus nach Skjall. Skjall ist im Westen. Und wir haben keine Karte von hier, weil wir noch nicht hier waren. Ja, das macht Sinn. Also huschen wir wieder einmal rum. Und das sieht doch nach einem passenden Ausgang aus. Oh, oder wir gucken erstmal nach einem Hafen, bevor wir gleich wieder losmarschieren. Denn das spart doch einiges an Zeit. Das schaut gut aus. Komm, Skjall. Nein, wir wollen nicht nach Bremen. Bremen wäre noch weiter südwestlich. Wir könnten jetzt fragen, wann das nächste Schiff kommt, aber das wird auf jeden Fall erst morgen sein. Also marschieren wir doch. Zap, 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 zap.
Da müsste auch kein Gebirge im Weg sein, also es dürfte einigermaßen schnell gehen, wenn wir einfach hier an der Küste lang gehen. Ja, nach Skjall. So. Wache. Ja, doch, Nahrung sollten wir suchen. Trinken und was zu essen. Sehr schön. Am Wegesrand erkennt ihr einen Felsüberhang. Er scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Nein, wir wollen nicht rasten. Und gleich noch eine Möglichkeit, sich nach Nahrung umzusehen, wollen wir trotzdem nicht. Wir wollen weiterreisen. Wir wollen endlich in Skjall ankommen. So, Terek, Gerugon, Gwenlin. Kräutersuchung habe ich jetzt schon zweimal ausgelassen. Das holen wir gleich nach. Und finden nichts. Na gut, dann halt Nahrung suchen. Und bestimmt ist sie jetzt schon total überlastet, weil sie zu viel Essen dabei hat. Aber nee, geht noch. Und wir müssen noch nichts verteilen. Das ist umso besser. Schlafen, jupp. Oh, was haben wir hier? Mitten auf dem Hohlweg, auf dem ihr gerade geht, ist ein riesiger Baum umgestürzt, der den Weg in seiner gesamten Breite blockiert. Wollt ihr ein Stück zurückgehen und einen Weg Umweg suchen? Oder die Axt zur Hand nehmen und euch den Weg bahnen? Es sind immer wieder Sachen im Weg und ich denke immer wieder, es kommen Banditen. Aber nehmen wir mal die Axt zur Hand und bahnen uns einen Weg. Dann haben auch die Reisenden nach uns leichteren Durchgang. Ihr habt leider keine Äxte oder Beile dabei. Wie jetzt? Terek hat keine Axt? Na gut, dann werden wir wohl einen Umweg suchen müssen. Nach etwa einer Stunde findet ihr einen gangbaren Weg, der etwa in die gewünschte Richtung führt und auch nach einiger Zeit wieder auf den Hohlweg trifft. Warum hätten wir nicht einfach rüberklettern können? Das muss ja echt ein riesiger Baum gewesen sein. Und wir finden schon wieder einen Rastplatz. Also die Strecke hier an der Küste lang ist echt gepflastert von Rastplätzen. Aber wir wollen immer noch weiterreisen. Und wieder so ein kleines Witzelchen. Vor der Stadt werden die Jungs müde. Also die Jungs und Mädels. So, schlafen. Chop, chop. Weiterreisen. Und tada, wir sind in Skjall. Das wird jetzt etwas länger dauern. Also wir sollten gleich erstmal rumwuseln und dann die Leute suchen. Und den Hafen vor allem auch, weil da das eine Schiff von der... Wie heißt sie noch gleich? Svafnild Egilsdotter. Die ist entweder in Skjall oder auf ihrem Boot. Genau die. Die müssen wir auch gleich suchen. Aber erstmal speichern wir ab. Speichern LP22 und wir sehen uns gleich wieder.